E-Book-Reader, Downloads, Hörbücher. Die Konkurrenz zum gedruckten Buch ist vielfältig. Und doch ist der schon oft prophezeite Tod der Buchkultur bis jetzt nicht eingetreten. Willkommen zu Alpha Demokratie weltweit. Begeisterung für Bücher ist heute unser Thema. Es geht um Menschen, für die Bücher etwas Wichtiges sind und die ihre Begeisterung mit anderen teilen wollen. So wie Antonio La Cava. Der pensionierte italienische Lehrer ist seit 20 Jahren mit seinem Büchermobil in entlegenen Bergdörfern unterwegs, um Kindern die Freude am Lesen zu vermitteln. In Ferrandina in der süditalienischen Basilikata hat ein ganz besonderer Tag begonnen. Unweit der Kirche, in einem kleinen Bücherlager, bereitet sich der pensionierte Lehrer Antonio La Cava auf seine Mission vor, Kinder in abgelegenen Dörfern mit seinen Büchern zusammenzubringen. Ich wusste schon vor 20 Jahren, dass ich etwas tun musste, um zu verhindern, dass die jungen Menschen immer weniger Bücher lesen. Aber ich wollte nicht nur Alarm schlagen, sondern auch eine Lösung finden. Und die konnte nur so sein, die Bücher mussten Räder bekommen. Die Räder hat Antonio den Büchern in Form seiner Ape gegeben. Biblio Motocarro, so heißt Antonios Büchermobil. Damit fährt er durch die ganze Basilikata. Hunderte Bücher hat Antonio immer dabei. Die Geschwindigkeit daher eher gemütlich. In den 20 Jahren, die es das Büchermobil gibt, hat es etwa 200.000 Kilometer zurückgelegt. 70.000 allein in den letzten 4 Jahren. Ich bin stolz darauf, dass ich in der Basilikata bereits 120 von insgesamt 131 Dörfern besucht habe. Ich fahre vor allem in die Dörfer, die weniger als 1.000 Einwohner haben. Dörfer wie Castel Mezzano. Eine 800-Seelen-Gemeinde, in der es keine Bücherei gibt. Antonio und sein Büchermobil werden hier von seinen kleinen Lesern bereits erwartet. Nach der Begrüßung stürzen sich alle direkt auf die Bücher. Jeder darf sich ein Buch nehmen, mahnt Antonio. Was sollen wir denn den anderen Kindern zum Lesen geben? Eins, das ist die Regel. Kaum in der Hand wird das Buch bereits gelesen. Hinten in Antonios Büchermobil. Es soll ein Raum sein, in dem sich die Kleinen wohlfühlen, in dem sie sich mit ihrem neuen Buch anfreunden können. Für unsere Kinder ist das eine tolle Gelegenheit, zusammen zu sein, ohne Handy, Tablet und Computer, sozusagen zurück zu den Wurzeln. In dem abgelegenen Örtchen gibt es keine Ablenkungen, wie die Stadt sie bietet. Antonios Bücher helfen da, die Zeit sinnvoll zu füllen. Bücher sind für mich eine Hilfe. Wenn ich alleine in meinem Zimmer bin, nichts zu tun habe, lese ich ein Buch. Und wenn ich meine Augen dann schließe, bin ich ganz in der Geschichte. Das ist so schön, wir haben hier jetzt so viele Bücher zum Lesen. Antonio rezitiert mit den Kleinen auch Gedichte. Er gibt für sein Projekt nicht nur sein ganzes Herzblut, oft finanziert er es auch mit, denn Probleme gibt es genügend. Die Region, die uns hauptsächlich finanziert hat, gemeinsam mit dem Verbund der Kommunen, hat manche Gelder gekürzt, erklärt er den Eltern. Viel Geld sei in diesem Jahr nach Matera geflossen, die Kulturhauptstadt, meint Antonio. Man müsse in die Kinder investieren, denn das seien die Erwachsenen von morgen. Man redet oft von Bildungsarmut. Wo kommt das denn her, wenn nicht vom Fehlen der Bücher? Die Bücher müssen uns... Ja, was ist, mein Lieber? Ah, die drei Musketiere hast du ausgesucht. Gute Wahl. Natürlich hat auch Antonio ein Handy, auch wenn er Bücher liebt.
Klar braucht man ein Handy. Die neuen Kommunikationsmöglichkeiten sind ja nützlich. Der Punkt ist nur der, ein Buch ist durch nichts zu ersetzen in seinem Wert. Für heute ist Antonio fertig. Das Büchermobil wird abfahrtbereit gemacht. Eine letzte Bitte hat er noch. Wenn aus dem Schornstein Rauch rauskommt, applaudiert ihr. Wenn nicht, dann winkt ihr. Okay? Antonio verabschiedet sich von seinen jungen Lesern in Castel Mezzano. Mit seinem Büchermobil geht's für Antonio schon bald weiter. Auf der Suche nach neuen, kleinen Leseratten. Auch am anderen Ende Europas, in Lettland, leben viele Menschen in einsamen Gegenden ohne Bibliotheken oder Buchhandlungen. Trotzdem werden sie jede Woche mit Lesestoff versorgt. Auch zu ihnen kommt die Literatur auf Rädern in einem Bücherbus. Die engagierte Bibliothekarin kennt die Vorlieben ihrer Leser. Für manche ist der Bücherbus der wichtigste Kontakt zur Außenwelt. Den schmalzigen Liebesroman ganz oben im Korb dürfen Sie heute nicht vergessen. Den hat eine Kundin vormerken lassen. Und wer ein Buch bestellt, kann sich auf Laima Ljepina verlassen. Hier haben wir die neuesten Bücher. Das wissen unsere Kunden schon, dass in den Körben die neuesten Bücher stehen. Pünktlich um 11 Uhr geht es los. Der Bücherbus von Grobina hält sich genau an seinen Fahrplan. Wir sind ganz im Westen Lettlands, in der Region um Liepāja, der drittgrößten Stadt des Landes, in der es sonst allerdings ziemlich ländlich zugeht. Viermal pro Monat ist der Bücherbus unterwegs, hält in den abgelegenen Dörfern und Höfen. Sergej Koropetz ist Stammkunde, schaut jedes Mal vorbei, wenn der Bus Station macht. Der Rentner gehört zum russischsprachigen Teil der Bevölkerung. Er schaut sich vor allem nach Literatur auf Russisch um. Davon gibt es nicht viel, aber immerhin, Sergej findet Lektüre in seiner Muttersprache. Das ist wunderbar. So kann ich wenigstens lesen und muss nicht in die Stadt fahren. Eine ganze Tasche voll packt er ein. Für die nächsten 4 Wochen ist er versorgt. Aber außer ihm schaut an dieser Haltestelle niemand vorbei. Auch wenn nur ein Mensch vorbeikommt, ist es uns doch wichtig. Wenn einer wie Sergej früher überhaupt keine Bücher ausleihen konnte, dann ist es jetzt anders. Laima weiß, in einem Monat, wenn sie hier wieder Halt machen, schaut Sergej auch wieder vorbei. Der Bücherbus ist inzwischen 38 Jahre alt, stammt aus Deutschland, aus Offenbach, ist ein Geschenk an die Gemeinde Grobina. 2009 sorgte eine ausgewanderte Lettin dafür, dass der in Deutschland ausrangierte Bus in Lettland noch einmal zum Einsatz kam und bis heute im Einsatz ist. In den vergangenen Jahren haben mehrere hunderttausend Letten ihre Heimat verlassen, geblieben sind vor allem die Alten und die leben häufig in alten Siedlungen aus Sowjetzeiten abseits der großen Verkehrswege. Nur der Bücherbus kommt hier regelmäßig vorbei. Unsere Straßen sind in schlechtem Zustand. Es geht bei jeder Fahrt etwas kaputt. Wir müssen den Bus ständig reparieren. Ich muss immer die Technik prüfen. Der Bus sorgt immer für Überraschungen. Aber wir lieben den Bus, wir passen auf ihn auf. Und wir mussten noch nie eine Fahrt abbrechen. Rita, die Busfahrerin, hat früher Motorradrennen gefahren. Ihre knappe Rente bessert sie sich auf, indem sie den Bus durch die lettische Provinz steuert. Der bringt aber nicht nur Literatur. Laima, die Bibliothekarin, besorgt auch den Einkauf in der Stadt. Lana Losefa leiht Bücher aus wie immer, aber heute bezahlt sie eben auch für die Waren aus dem Supermarkt, die ihr die Bibliothekarin mitgebracht hat. Hier habe ich Brot und Katzenfutter. Mit dem Fahrrad müsste ich 1 Stunde bis zum nächsten Laden fahren. Mit dem Bus wären es 3 Stunden, wenn man die Wartezeit mit einrechnet. Alles kostet viel zu viel Zeit. Ein bisschen ist der Bücherbus hier auch die Verbindung in die Welt da draußen.
Auch der vorbestellte Liebesroman wird schließlich abgeholt. Dass aber immer weniger Kinder Bücher ausleihen, macht die Bibliothekarin traurig. Eine Stunde hält der Bus in diesem ehemaligen Kolchosendorf. Valentina Kozirina nutzt die Gelegenheit für ein bisschen Klatsch und Tratsch. Wir sind ja wie kleine Klatschtanten. Wir tauschen Neuigkeiten aus, sonst arbeiten wir ja alle. Ich war noch bis vorhin in meinem Garten und habe sogar vergessen, dass der Bücherbus heute kommt. Auch für die Bibliothekarin, die sonst in der Gemeindebücherei arbeitet, sind die Ausfahrten sehr viel mehr als nur lästige Pflicht. Im Bücherbus zu arbeiten, macht mir mehr Spaß als in der Bibliothek. Dieses Miteinander, das macht mir Freude. Die Vorbereitungen, das ist keine Routine wie in der Gemeindebibliothek. Die Menschen warten hier auf uns und es ist doch schön, wenn jemand auf dich wartet. Ob es den Bücherbus noch lange geben wird, fragen sich viele. Leimer, die Bibliothekarin geht bald in Rente und irgendwann muss auch ein neuer Wagen angeschafft werden. Aber erstmal sind sie weiter unterwegs auf den staubigen Landstraßen im Westen Lettlands. Zu den wertvollsten und prächtigsten Bibliotheken weltweit zählt die Bibliotheca Vaticana in Rom. Mit ihren rund 2 Millionen Bänden kann sie zwar nicht mit der Kongressbibliothek in Washington oder der British Library in London konkurrieren. Die haben jeweils 170 Millionen in ihren Beständen. Was die Bibliothek der Päpste auszeichnet, das sind ihre kostbaren alten Handschriften und nicht zuletzt ihre Räume. Die wurden vor einigen Jahren restauriert. Anschließend hat Gudrun Seiler sich in der Vatikana umgeschaut. La Vaticana, so nennen Fachleute die Büchersammlung der Päpste, ganz schlicht. Kardinal Josef Ratzinger wollte hier studierend und forschend eigentlich seinen Lebensabend zubringen. Daraus ist bekanntlich nichts geworden, aber eines zeigt es doch. Viele Päpste waren, ebenso wie Benedikt XVI., wahre Büchernarren. Und so haben sie im Laufe der Jahrhunderte echte Schätze aus Papier und Pergament zusammengetragen. Nun könnte man glauben, die Päpste hätten ausschließlich Bibeln, theologische Literatur und Stundenbücher gesammelt, doch weit gefehlt. Monsignor Pasini, was ist denn die Eigenheit der Vatikanischen Bibliothek? Die Vatikanische Bibliothek umfasst sämtliche Kulturbereiche. Sie ist im besten Sinne humanistisch. Deshalb widmet sie sich nicht nur der klassischen Kultur und den Sprachen, sondern allen Forschungsbereichen, auch der Medizin, den Rechtswissenschaften und der Mathematik. Sie verbindet wirklich alle wissenschaftlichen Kulturen. Zwei schlimmste Feinde hat jede wertvolle Bibliothek: Büchermotten und Bücherschwund. Bücher, die von Schädlingen befallen sind, werden hier an der Vaticana verarztet. Es gibt hier die älteste Buchrestaurierungswerkstatt Europas. Ja, und gegen Bücherschwund geht man hier neuerdings mit Mikrochips vor. Die sind am Einband jedes einzelnen Buches im Lesesaal angebracht, sodass man am Computer nachvollziehen kann, wo sich gerade welches Buch aufhält. Das hilft nicht nur gegen Diebstahl, sondern ist auch gut, wenn mal versehentlich ein Buch im falschen Regal abgestellt wird. Neueste Technologie also für uralte Bücherschätze. Was ist hier eigentlich geschehen in 3 Jahren Schließung? Nun ganz einfach, Bücher wiegen. Die Decken der Bibliothek drohten nachzugeben. Etwas Ähnliches ist hier mal passiert 1931. Eine Decke ist eingestürzt und es gab Tote. Musik.
Hier kann nun bald wieder eifrig studiert und geforscht werden. Der Salone Sistino war der erste Lesesaal der päpstlichen Bibliothek, stammt aus dem 16. Jahrhundert und war zuletzt Teil der Vatikanischen Museen. Nach der Restaurierung kommt nun der Salone Sistino wieder zurück zur Bibliothek. Prächtige Lesesäle und super sichere Bücherbunker. Die Vatikanische Bibliothek ist gerüstet für die nächsten 100 Jahre, mindestens. Die Wüstenstadt Timbuktu in Mali gilt seit vielen Jahrhunderten als ein Zentrum afrikanischer Wissenschaft und Gelehrsamkeit. Die Handschriften der Bibliothek von Timbuktu zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe. 2012 eroberten islamistische Milizen die Stadt. Sie verboten Musik, zwangen Frauen, sich zu verschleiern und zerstörten historische Gebäude. Auch ein Teil der Bibliotheksbestände fiel ihrem Vernichtungswahn zum Opfer. Viele Bücher und Handschriften konnten von mutigen Mitarbeitern und Bibliophilen aber versteckt werden. Nach der Vertreibung der Islamisten aus Timbuktu lebte die Bibliothek neu auf. Die alte Wüstenstadt Timbuktu, sie lebt wieder. Die Menschen sind wieder frei. Noch patrouillieren UN-Soldaten. Noch ist die Stadt nicht ganz sicher. Die Islamisten sind nicht weit. Doch die Menschen atmen wieder, sagen sie. Ein Jahr lang regierten die selbsternannten Gotteskrieger im Norden Malis. Die malische Armee konnte ihnen nichts entgegensetzen. Erst die französischen Soldaten schafften es, die Islamisten zu verjagen, auch aus Timbuktu. Bevor sie die Stadt verließen, zerstörten die Dschihadisten alles, was ihnen in die Hände fiel. Historische Bauten, Geschäfte und die berühmte Bibliothek mit ihren jahrhundertealten Manuskripten. Damals lernten wir Abdoulaye Cissé kennen, einen Mitarbeiter der Bibliothek, verzweifelt über so viel blinde Zerstörungswut. Jetzt, 3 Jahre später, ist Abdoulaye Cissé der Direktor der Bibliothek. So etwas kannten wir in Timbuktu nicht. Wir haben Konflikte immer friedlich gelöst. Das sind wirklich schlimme Erinnerungen für uns. Als wir sahen, wie Monumente und Mausoleen zerstört wurden. Denn sie sind Teil unseres Erbes. Und dieses Erbe haben sie neu aufgebaut. Heute wird die Bibliothek wieder genutzt und ist für jeden zugänglich. Viele Kinder kommen zum Hausaufgabenmachen hierher. Die wenigsten von ihnen haben zu Hause Zugang zum Internet. Wer etwas lernen will, kommt in die Bibliothek. Ich mag Bücher, weil ich mehr über das Leben und die Vergangenheit wissen möchte. Und es gefällt mir hier wirklich gut. Die teilweise 1000 Jahre alten Manuskripte werden mittlerweile restauriert, katalogisiert und neuerdings auch digitalisiert für die Ewigkeit. Zum Glück konnte ein Großteil der Bücher, Schriften von islamischen Gelehrten über Mathematik, Physik oder Philosophie, gerettet werden. Männer wie Abdoulaye Cissé haben sie unter Lebensgefahr zu Hause versteckt und dann aus der Stadt gebracht. Sie sind stolz auf ihren Neubeginn in Timbuktu. Er gibt ihnen ihre Würde, ihre Kultur, ihre Zivilisation zurück, sagen sie. Von der Wüste Westafrikas zu den Fjorden Norwegens. Dort ist das Dorf Fjelland zu einem Mekka für Bücherfreunde geworden. Es sind meist keine bibliophilen Schätze, die man hier entdecken kann, aber viele tausend Bände Belletristik und Sachbücher aus allen Wissensgebieten. Ganz Fjelland ist zu einem großen Antiquariat geworden. Gebrauchte Bücher in solchen Mengen erwartet man sonst eher in den Universitätsvierteln europäischer Städte. In Fjelland lebt die Begeisterung für Bücher inmitten einer beeindruckenden Naturkulisse fast am Rand der Zivilisation.
Es sind die Gletscher, die jedem Touristen zuerst ins Auge fallen, der sich auf den Weg nach Fjärland macht. So nah heran an die Eismassen kommt man in Norwegen nur an ganz wenigen Orten. Gleich an mehreren Stellen blicken hier die Ausläufer des Jostedals Breen, des größten europäischen Festlandgletschers, über die nahen Gebirgsrücken. Die Bewohner des an einem Ausläufer des Sognefjords gelegenen Dorfes Fjärland erkannten schon früh das große touristische Potenzial der Gletscher um sie herum. Neben Bergenthusiasten und Naturfreunden kommen heute auch viele Bücherwürmer nach Fjärland. Denn der 280 Einwohnerort ist auch bekannt als das norwegische Bücherdorf. Verkauft werden nur gebrauchte Bücher. Ein gigantisches Antiquariat verteilt auf den ganzen Ort. Die Gesamtlänge aller Verkaufsregale dürfte mehr als 4 Kilometer betragen, schätzt Randi Finne. Sie ist eine der Managerinnen des Bücherdorfs. Zusammengenommen dürften wir so etwa 150.000 bis 200.000 Bücher haben. Viele Leute rufen uns an, schicken eine Mail oder fragen im Shop, wenn sie ein Buch suchen. Und wenn wir das haben, normalerweise haben wir auch keine Schwierigkeiten, es dann zu finden. Nur manchmal, da ist es etwas schwieriger. Wie in einem guten Buchladen sind die Bücher nach bestimmten Kategorien und Themenfeldern sortiert. Einige Läden im Dorf haben sich auf Spezialgebiete konzentriert, wie etwa nordische Geschichte, Krimis, Kochbücher oder wie hier im alten Fischerschuppen bei Seriesaget auf Cartoons und Comics. Lehrer Eivind Ødegaard kann sich noch gut an die Anfänge des Bücherdorfes Mitte der 90er Jahre erinnern. Früher war ja die Straße hier war ja eine Hauptstraße. Man kam mit der Fähre am Fjord her und der Verkehr war hier. Um 94 ist das vorbei, weil die neue Straße hat gekommen. Und dann war das hier nicht das Zentrum mehr. Also man hat gedacht, dass wir müssen etwas machen, sodass nicht ein Schlafdorf bekommt. Und die Bücherstadt ist die beste Idee, dass man hatte. Wo früher der Fähranleger war, befindet sich jetzt die Zentrale des Bücherdorfes. Anstelle der Tickets für die Fähre verkauft Randi Finne hier jetzt alte Bücher. Von Mai bis September ist das Bücherdorf geöffnet. Im Winterhalbjahr läuft der Verkauf nur übers Internet oder per Telefon. Über mangelnden Nachschub kann sich Randi Finne übrigens nicht beklagen. Wenn sie morgens öffnet, stehen immer wieder einmal Kartons voller Bücher als Spende auf der Treppe. Alles wird umgehend sortiert. Bücher mit guter Qualität bleiben im Laden. Alte Taschenbücher wandern in die Selbstbedienungsregale nach draußen. Die Geschäfte laufen zwar nach wie vor gut, vor allem über das Internet, doch einige im Ort, wie Eivind Ødegaard, denken auch schon an die Zukunft. Wir werden nicht verschwinden. Vielleicht müssen wir auch andere Sachen hier tun, nicht nur Secondhand-Bücher, vielleicht auch andere Secondhand-Sachen, also alles, was gebraucht ist. Vielleicht wird Fjärland ja schon bald nicht mehr nur das Gletscher- und Bücherdorf am Fjord sein, sondern auch noch das Secondhand-Mekka Norwegens. Nicht alle Leser gehen mit alten Büchern so pfleglich um wie die Menschen in Fjärland. Oft landen ausgelesene Bände einfach im Abfall. Damit wollten sich einige literaturbegeisterte Müllmänner in der türkischen Hauptstadt Ankara nicht abfinden. Sie sammeln, reinigen und sortieren die weggeworfenen Bände. Im Lauf der Zeit ist so eine beachtliche Bibliothek entstanden. Hinter einem stinkigen Müllwagen herzufahren, gehört für Autofahrer eher zu den unangenehmen Momenten. Doch heute haben wir die Situation in voller Absicht gesucht. Denn die Müllmänner der Stadtwerke von Ankara sind nicht nur fleißige Arbeiter.
Sie verstehen sich auch als Bewahrer der Welt des Geistes und des Wissens. In diesen von den Stadtbewohnern aufgehängten Plastiktüten befinden sich alte Bücher. Müllmann Ali Cettin hat inzwischen den Kennerblick dafür. Er ist Experte für die Bücher, die vom digitalen Zeitgeist überrollt oder als Altlast verschmäht im Abfall gelandet sind. Wenn wir Bücher finden, dann überprüfen wir zunächst ihren Zustand. Wenn es dann nötig ist, reinigen oder reparieren wir sie. Und dann kommen sie in unsere Bibliothek. Eine Bibliothek beim städtischen Müllbetrieb? Tatsächlich. Ein altes Backsteingebäude auf dem Betriebsgelände wurde vor knapp 4 Jahren zum Heim für alte Bücher umfunktioniert. Arbeiterbibliothek haben die Müllmänner sie genannt. In den sorgsam gestalteten Ausstellungsräumen finden sich knapp 20.000 Bücher, sorgfältig nach Genre oder Herkunft sortiert. Ob Thriller, Coaching oder auch Fremdsprachen. Einige Regalreihen sind auch mit deutscher Literatur gefüllt. Ali kümmert sich immer um die Zu- und Einordnung der Bücher. Er selber liest gerne Politik, Geschichte, aber auch spannende Romane. Über den heutigen Fund freut er sich deshalb auch besonders. Heute haben wir sehr schöne Romane gefunden. Zum Beispiel von unserem sehr geschätzten Autor Yaşar Kemal. Töte die Schlange und Mehmet mein Falke, das ist sehr gute Literatur. Die Bibliothek der Müllmänner ist öffentlich und hat eine Ausleihe. Normalerweise kann also jeder Bürger hier auf Zeit Bücher mitnehmen. Doch hat die Corona-Pandemie dieses Angebot unterbrochen. Daneben werden auch Schulen und Gefängnisse mit Literatur versorgt, als Spende und Geschenk. Und dass die Müllmänner selber zum Buch greifen, das ist hier selbstverständlich. Es ist sehr traurig, dass die Bücher in den Müll geworfen werden. Das muss man doch nicht gleich tun, wenn die Bücher durchgelesen sind. Man kann sie doch auch mit anderen Menschen teilen, mit Familie, den Kindern, Freunden, Bekannten. In Ankara sind die Bibliothek und ihre ungewöhnlichen Organisatoren längst stadtbekannt. Viele Bürger rufen bereits direkt an, wenn ihnen ihre Bücher nur noch im Wege stehen. Dieses Mal ist es ein Rentner, der sich über die Ankunft von Ali und seinem Kollegen Eray freut. Ich lese wirklich viel. Mein Bücherregal ist überfüllt. Deshalb will ich einige abgeben. Ich möchte die Bücher der Bibliothek schenken, damit auch andere sie lesen können. Die Bücher aus tausenden Haushalten der Stadt bergen auch manch überraschendes Zeugnis der Vergangenheit. Ein Brief zur Liebe, Zeilen der Enttäuschung oder auch ein Geldschein stecken hier und da zwischen den Seiten. Den beiden Verwaltern der Arbeiterbibliothek steht noch eine Herkulesaufgabe bevor. Denn über 30.000 Bücher warten im Depot darauf, überprüft, gereinigt und einsortiert zu werden. Nur viel Fleiß und die Liebe für das gedruckte Wort machen das möglich. Ein Ausbau der Bibliothek ist deshalb auch schon fest geplant. Solange es derart begeisterte Bücherfreunde gibt, brauchen wir uns um den Niedergang der Buchkultur wohl noch keine allzu großen Sorgen zu machen. Das war's für heute von Alpha Demokratie weltweit. Ich würde mich freuen, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.